Hallo, ich bin Peter Escher, Verbraucherexperte vom Online-Ratgeber moneycheck.de und melde mich heute Vormittag aus Hessen. Genauer will ich nicht werden, weil ich gerade eine junge Frau besucht habe, die völlig verzweifelt ist, deren Nerven blank liegen, weil sie sich als Opfer der Fernsehsendung RTL 2 zu Hause im Glück fühlt und auch Opfer der UFA-Produktion. Diese junge Frau hat jetzt gerade vom Finanzamt ein Schreiben bekommen, das Baumaterial im Wert von etwa 100 und noch ein paar tausend Euro, 100.000 Euro verbaut wurde, Arbeitsleistung, Baumaterial. Und dafür möchte sie bitte in ihrer Steuererklärung aus dem Jahre 2015 die Summe angeben, damit die Steuern berechnet werden können. Pi mal Daumen durften das etwa 30.000, 35.000 Euro sein, die diese Frau gar nicht hat. Und sie hätte das Fernsehthema nie im Leben in ihr Häuschen gelassen, wenn nicht die Fernsehproduktionsleitung immer wieder gesagt hätte, nein, da kommt nichts auf Sie zu, überhaupt nicht, einkommenssteuertechnisch, Finanzamt, völlig abgeklärt die ganze Sache, kein Problem. Den eigentlichen Vertrag hat die Familie dann gesehen, als die Dreharbeiten abgeschlossen waren, als schon die große Freude da war, was, das ist unser schönes Zuhause, Tränen im Kasten. Am nächsten Tag hat der Produktionsleiter den Vertrag vorgelegt, hier unterschreiben, ziemlich viel Papier, man konnte sich das alles so schnell gar nicht durchlesen. Und eine Woche später kam dieser Vertrag unterschrieben von der UFA zurück. Die junge Frau fühlt sich wie hunderte andere Betroffene getäuscht, weil es in den mündlichen Gesprächen immer wieder geheißen hat, keine Probleme. Und jetzt rudert UFA rum und sagt, neue Situation, das stimmt nicht. Denn die Situation ist schon seit Tine Wittler bekannt, die ja 2013 aus eben diesem Grunde, weil es Ärger gibt mit Finanzämtern, und die Betroffenen, die an aller Regel Schattengewächse sind, die Menschen sind, die nun wirklich arm dran sind. Also, die junge Frau fühlt sich über den Tisch gezogen, hat das Geld nicht, ist nervlich völlig im Eimer und möchte dennoch auf das Problem aufmerksam machen, hat mich deswegen eingeladen und ich war gerade bei ihr. Das war eine kurze Andeutung des Themas. Bei uns im Link gibt es weitere Informationen und nächste Woche, nächsten Mittwoch, bin ich mit meinen Rechtsanwälten im Gespräch. Wir haben die Verträge eingesehen, die UFA abgeschlossen hat. Wir haben die Rundschreiben, die jetzt rausgeschickt worden sind. Neue Situation. Das stimmt nicht. Die Situation und die Brisanz für die Betroffenen, für die vermeintlichen Glückskinder, ist schon seit Jahren bekannt. Und wenn ich jetzt eine Botschaft raussenden darf, eigentlich dürfte niemand mehr bei dieser Produktion mitmachen, weil was im Nachhinein auf die Betroffenen zukommt, das ist fünfstellig und das ist für die Leute gar nicht aufzubringen. Also, lieber Nein sagen, wenn man arm ist, dann spart man sich vielleicht wieder 500 Euro zusammen und macht mit Hilfe von Freunden eine kleine Renovierung und macht da nicht ein Ding auf Luxussanierung. Und im Nachhinein stehen die Betroffenen ganz, ganz dumm da. Und der UFA ist das scheinbar ziemlich egal. Hauptsache die Quote stimmt, Hauptsache die Einnahmen stimmen. Und die Betroffenen werden sich selbst überlassen. Liebe Kollegen in Köln, das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht fair. Da müsst ihr ran, was die Summen beim Finanzamt angeht. Tschüss, Peter Escher.